So. Ja. Toll. Ich weiß, die kurzen Pausen, das ist immer ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite, man kommt so ein bisschen in Bewegung. Das machen wir heute noch ein paar Mal. Natürlich, weil ein Punkt ist ja, dass ihr auch miteinander ins Gespräch kommt und das jetzt nicht ausschließlich so Frontbeschallt wird. Das gesagt habend, ja, freue ich mich total über die zwei Gäste, die heute hier sind. Ja, einmal Thomas Gratzer, René Heinersdorf. Ich werde so eine ganz kurze Vorstellung machen, aber dann lassen wir eigentlich die biografischen Dinge so ins Gespräch einfließen. So haben wir uns verabredet. Wir wollen sprechen über all die Themen, die heute auch berührt werden, aber aus der Sicht eines Boulevardtheatermachers und Thomas, ich sag mal, hybrides Unterhaltungstheater mit Intelligenz, weil das ist so unfassbar, was ihr im Rabenhof macht. Wer weiß. Thomas Gratzer, Leiter des Rabenhoftheaters in Wien, im wunderbaren Arbeiterbezirk Erdberg, seit 2003 zugange. Autor, Regisseur, Schauspieler. Und dasselbe trifft auch auf René zu. Das heißt, ihr beide seid Multitalente, aber auch Multifunktionäre. Und ihr wisst, wie Unterhaltung funktioniert. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber erstmal lernen wir ein bisschen so eure Welt, die Theater kennen. Thomas, magst du ein bisschen sagen, Rabenhof, was ist das und wie sieht es gerade bei euch aus? Also Rabenhof liegt in einem historischen Sozialbau, gebaut in den späten 20er Jahren, das berühmte Rote Wien, architektonisch wirklich sehr, sehr spannend. Denkmalschutz, Weltkulturerbe, bla bla bla. Wir sind ein 300 Personen fassendes Haus. Ich mache das jetzt seit 19 Jahren. Unser Schwerpunkt ist Crossover, hat man früher gesagt. Also im Süddeutschen stand mal, der Rabenhof ist das Theater für Leute, die nicht ins Theater gehen. Oder Bobo-Theater, Bohemian Muss man übersetzen, ja. Theater wurde es auch genannt oder wird es genannt auch. Und damals, vor 19 Jahren, das Theater für die Jungen. Mittlerweile sind die Jungen auch schon ein bisschen älter geworden. Aber wir arbeiten hart daran, die Jungen wieder nachzukriegen. So, was ist die Idee inhaltlich? Die Idee ist inhaltlich sozusagen quer durch den Gemüsegarten, also in Wirklichkeit von der Kinderoper bis zur Polizsatire. Einer der wesentlichen Schwerpunkte, Standbeine des Hauses, die Polizsatire, das zeitgenössische Musiktheater, die Wiederbelebung des Altwiener Singspiels, sage ich mal, oder des Singspiels im Allgemeinen, weil der Begriff Musical ist ein bisschen im deutschsprachigen Raum zu Recht wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz, wird nicht ganz so angenommen von einem bestimmten Publikum, hat man immer so Schwellenangst. Das versuchen wir auch abzubauen natürlich. Das ist der zweite Punkt. Kindertheater ist ein wesentliches Thema und vor allem der Cross, also es gibt bei uns Edutainment-Shows, wir erklären Karl Marx, wir machen Philosophie-Shows und Puppentheater ist ein wichtiges Anliegen gewesen, mehr oder weniger von Anfang an. So, und jetzt habe ich schon zu viel Ja, Thomas, geredet, vor allen Dingen seid ihr voll gewesen vor der Pandemie, ja, auf jeden Fall. Wir reden jetzt bis 10. März 2020. Da hatten wir, also mit diesem Stichtag hatten wir 93, Auslastung bei 60% Eigendeckung. Ja, ihr kriegt ein bisschen Geld von der Stadt Wien, Ja, aber in bescheidener wie gesagt, Form. 40% ist öffentliches Geld, mit dem wir operieren. Zu Recht, das, weil wir natürlich ein Theater sind. Ja, und auch in der Stückentwicklung und der Projektentwicklung, also wir machen oder haben gemacht, nicht nur, aber zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz entwickeln wir selber unsere Dinger. Ja, Genau. Spielen also nicht sozusagen den, ich sag's jetzt mal ironisch, den Reklamheftspielplan. Über eure Produktion sprechen wir gleich. Klar. René, du hast kurz gezuckt bei 93%. Wie sieht es bei euch aus? Nein, ich habe gezuckt bei den 40% Finanzierung. Das finde ich toll. Das wär, wenn, 60%, 40% öffentliche Hand. Ja, eben. Das fand ich, finde ich großartig. Also ich gönn dir das, Thomas. Das ist gar kein. Ja. Also es war eher neidisches Zucken. Naja, René, du bist ja in mehreren Bundesländern zugange. Theater am Bayerischen Hof, neuerdings. Theater an der Kö, Theater am Dom, Essen. Plus, demnächst bist du Intendant des Landestheaters Neuwied. Da wollen wir gleich auch kurz drüber sprechen, warum du das gemacht hast. Ja, aber kriege ich zum ersten Mal Punkt einen Gehalt. Du bist in so vielen Theatern zugange, aber Subventionen für Boulevardtheater gibt es in keinem dieser Bundesländer. Ja, du hast ja eben das Stichwort gesagt. Das Wort Unterhaltung ist ja ein schwieriges Wort.
kann auch nicht sagen, ihr wisst, wie Unterhaltung geht. Ich bin immer skeptisch, wenn Theaterleute sagen, sie wissen, wie es geht. Wir haben sicher einen gewissen Erfahrungswert, aber uns passieren natürlich genauso Flops. Und wenn wir wirklich wüssten, wie Unterhaltung geht, dann gäbe es dieses Rezept, dann wären wir sehr glücklich. Also ins Klo greifen wir auch zuweilen. Dennoch ist es ja so, ich nehme mal das Beispiel Köln, im Kölner Kulturausschuss ist es eine ganz klare Aussage, wir finanzieren oder fördern keine Unterhaltung. Das ist im Grunde Unsinn. Ja? Es ist doch jede Form von Theaterunterhaltung, auch sich über Theater ärgern, auch sich über Theater aufregen, auch schockiert sein. Das ist ja alles eine Form von Unterhaltung. Dass wir vielleicht eine etwas leichter verdauliche Form von Theater machen, steht auf einem anderen Blatt. Aber zu sagen, was Unterhaltung ist, kann nicht gefördert werden und kann keine Kunst sein. Und wenn es sich dann auch noch selber trägt, sowieso nicht, das halte ich eben für totalen Unsinn. Aber das ist eine gängige Meinung. Und die vier Theater, die ich leite, die vier Privattheater, kriegen außer jetzt natürlich in der Pandemie die Wirtschaftshilfen keine kulturelle Förderung aus diesem Grund. Ja. Boulevardtheater und Stadttheater, das sind ja so ein bisschen zwei verschiedene Welten, obwohl durchaus freiberufliche Kolleginnen, die am Stadttheater spielen, auch bei dir spielen, vice versa. Also die Diffusion gibt es schon. Nichtsdestotrotz, in Berlin ist es ja so, wie du weißt, dass man sich entschlossen hat, tatsächlich Subventionen zu geben. Also hier ist der Erkenntnisprozess ja weiter fortgeschritten. Wie empfindest du das, wenn du am Stadttheater arbeiten gehst? Weil du hast schon in Kiel inszeniert, du hast in Dortmund inszeniert, du hast in Bamberg inszeniert. Triffst du da auf Kollegen, die ein anderes Verständnis von Unterhaltung haben? Gibt es da einen Unterschied zu den Ensembles, die du verpflichtest für deine Häuser? Also ich habe mich Jahrzehnte dagegen gewehrt, zu sagen, Boulevard ist was anderes als am Stadttheater. Und das würde ich auch heute noch tun, weil ich sage, nee, wir haben einen Stoff, wir haben eine Geschichte und wir versuchen die mit den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, zu erzählen. Trotzdem muss ich gestehen, dass ein Schauspieler, der jetzt eine große Boulevarderfahrung hat, nochmal ein anderes Augenzwinkern oder eine andere Eleganz für dieses spezielle Fach mitbringt, als jemand, der Jahrzehnte in einem festen Ensemble war. Die gehen schon ein bisschen anders ran. Dennoch, genauso wie viele Schauspieler, die jetzt auf Boulevardbühnen stehen, die Sehnsucht haben, auch mal anders zu arbeiten, empfinde ich die Sehnsucht auch in diesen Ensembles. Da gibt es natürlich, was weiß ich, den alten Schmiranten, der endlich mal wieder loslegen kann und so, der freut sich, dass ich dann da bin, weil er mal die Mittel einsetzen kann, die er lange nicht eingesetzt hat. Und die nutze ich dann auch gerne. Ja. Zur Autorenschaft. Ich sag mal, vor 20 Jahren dachte man, okay, Herbert Hermann tritt auf, es ist Komödie eines Autoren mit einem englischen Namen, den man nicht kennt. Wo sind wir heute? Ich weiß, du schreibst selbst. Und ihr habt euch ein bisschen abgewandt von den französischen und englischen Zulieferern für deutsches Boulevardtheater. Wie ist der Prozess passiert? Habt ihr gesagt, das können wir einfach auch, können wir doch selber? Also erstmal hat, finde ich, da eine Öffnung stattgefunden. Und das ist die große Leistung auch der Stadttheater, dass die Ästhetik sich verändert hat und auch das Publikum, das einen hohen Grad an Ikonizität erwartet, plötzlich mit Abstraktionen besser umgehen kann, mit epischen Elementen umgehen kann. Und das betrifft auch die Autoren. Also ich sag mal John von Düffel, Lutz Hübner, Dietmar Jacobs, das sind Autoren, die in beiden Formen von Theatern gespielt werden. Also man kann hier am DT drüben sicher einen Hübner sehen, und den kann man bei uns genauso sehen. Und die Erkenntnis, und die gibt es ja auch in vielen Theatern, ich sage mal wie am Gorki oder so, dass man viel besser selber beurteilen kann, was ist für mein Ensemble oder für die Leute, für die ich schreibe oder für das Publikum, was da kommt, kompatibel, was finden die lustig. Und in der Erkenntnis hat sich das dann entwickelt. Und ich bin da nicht der Einzige. Es gibt eine Reihe von Theaterleitern, die eine Autorenschaft um sich herum geschaffen haben, um spezifisch für ihre Häuser was zu schreiben. Und du schreibst auch auf den Proben. Also es ist nicht nur, du schreibst. Wir entwickeln dann weiter auf den Proben. Die Textvorlage ist erstmal da, aber wir entwickeln auch auf den Proben. Und ich sage das jetzt in aller Bescheidenheit. Ich habe halt das Glück, dass meine Stücke auch woanders gespielt werden. Ja, in Riga las ich. Riga, ja, genau. Lieber Thomas, jetzt haben wir ganz kurz über Autorenschaft und Form gesprochen, haben was von René gehört. Ich weiß, und da würde ich gerne hin, ihr habt ja einen Schwerpunkt auf dem Puppentheater, aber dem Puppentheater derart, dass Mitspielern auf der Bühne funktioniert. Nikolaus Habjan war, glaube ich, ganz früh bei euch. Das Wiener Praterkasperl hat zusammengearbeitet mit Maschek. Das heißt,
ihr seid eigentlich richtige Pioniere im Thema Puppe, Objekt, Mensch, digital. Magst du dazu ein paar Worte sagen, wie das ja, bei gerne. Euch zustande gekommen ist? Richtige Pioniere, das muss man dazu sagen, da gibt es hier in Deutschland natürlich eine andere Tradition. Bei uns in Österreich ist Puppentheater immer nur für Kinder gewesen. Ja? Kasperletheater. Und wir haben das zum Anlass genommen, vor langer, langer Zeit, also 15, 16, 17 Jahre, ja, sage ich mal. Und haben gesagt, wir würden eigentlich gern, weil, wie gesagt, unser Schwerpunkt Satire und da haben wir, versuchen wir immer wieder viele neue Formen zu finden. Haben gesagt, wie wäre doch mal so Polit-Kasperle-Theater, unter Anführungszeichen. Und mit Maschek habe ich da natürlich großartige Partner gefunden. Haben gesagt, wie machen wir das so? Und dann haben wir schon tolle Ideen gehabt, wie das funktioniert und die gängige Regierung ist also Stammpersonal. Und ja, dann wird das vielleicht sagen wir kurz Maschek. Zwei Herren, Peter Hörmannseder und Robert Stachel, bekannt durch Willkommen Österreich, deren Spezialität besteht darin, Videos mit Politikern neu zu synchronisieren, mit, finde ich, extrem intelligenten Texten. Die treten auch am 20. wieder hier auf, das als Service-Tweet. Wunderbar, dass Sie hier auftreten. Ja. Bitteschön. Extrem intelligent, aber auch extrem lustig. Ja? Ja. Unglaublicher Spaß an der Freude. Ja. Und sie machen ganz einfach so, also synchronisieren ganz einfach Tagesnachrichten, machen neue Geschichten draus. So, hier synchronisieren sie die Puppen. So, aber in dem Fall haben sie die Puppen synchronisiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wer spielt die Puppen? Dann gibt es eine Institution, der Wiener Prater-Kasperle, also klassisches Kinder-Kasperle-Theater. So, und wir haben schon ganz tolle Idee gehabt und irgendwie gesagt, nee, aber wer soll die Puppen bauen? Haben wir gesagt, naja, selber werden wir es nicht machen. Ja. Gut, dann haben wir gefunden den Gerhard Haderer, ich weiß nicht, einen sehr, sehr in Österreich sehr, sehr bekannten Karikaturisten, Cartoonisten, der auch vielleicht in Ihnen ein bisschen ein Begriff ist, weil er jahrzehntelang für den Stern immer eine Seite gemacht hat, ja. Wöchentlich. Mhm. Und der hat uns, war auch begeistert davon, so, haben wir, so ist das entstanden. Extreme Verzerrung von Gesichtern. Und es war am Anfang natürlich schwierig, weil es in der Produktion natürlich wahnsinnig schwierig ist, da 15, 20 Puppen, keine billige Angelegenheit, ja, das zu bauen, zu entwickeln und so weiter. Und wir hatten ja keine Erfahrung damit. Ja. Ja. Wir haben es zum ersten Mal gemacht. Und die erste Show war noch ein bisschen so, also holprig, ja, aber es war schon ein Riesenerfolg beim Publikum. Bei der Kritik am Anfang nicht so, ja. Und dann haben wir die nächste Show gemacht, das war, glaube ich, vier Bundeskanzler mittlerweile durch. Ja. Das hieß dann, die erste Show war bei Schüssels, das zweite war beim Gusenbauer, das war überhaupt die erfolgreichste. Und dann ist es wirklich fett hochgegangen und es wollte, und dann ist ORF, also österreichischer rechtlicher, wollten das aufzeichnen und bla 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 bla. Ja. Also es ist wirklich fett gelaufen mit Knalle. Ja, sag mal, die Zusammenarbeit. So, aber was war die Frage eigentlich? Nein. Ach so, erst mal darzustellen, dass ihr Habjan. Puppen war die Habjan. Frage. Und wie hat Habjan bei euch angefangen? So, und dann haben wir gesagt, wir würden gern mit den Puppen irgendwie was anderes auch noch machen, außer diese Kasperle-Geschichten. Und ich sehe irgendwann in Wien ein Plakat hängen, Freaks, ja. Und ich habe immer Freaks, dieser Film, Sie kennen das aus den 30er Jahren, ja. Wie kriegt man das auf die Bühne, ja, diese Geschichte? Gar nicht, ja. So, geht nicht. Und dann sehe ich, die machen das mit Puppen. Ja. Und wir gehen dann, mein Dramaturg und ich, gehen in ein Wiener Ex-Porno-Kino mit 30 Zuschauern. Ja. Da ist Nikolaus Habjan ganz jung, 21, 22, muss man dazu sagen, der hat mit 14 bei Neville Twenter seinen ersten Workshop gemacht. Ja. Und macht das mit Puppen mit seiner Partnerin, die jetzt auch noch seine Partnerin ist, Manuela Ninsheim. Und wir sind begeistert, haben gesagt, unglaublich. Und dann haben wir sofort den einkassiert und haben mit ihm gesagt, okay, wir machen was. Dirk Stiermann kennt man vielleicht von Stiermann und Grissemann hier. Der hat damals gerade einen riesen Erfolg gehabt mit einem, ich glaube, das war sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste, 6 Österreicher unter den ersten 5. Sozusagen eher als Deutscher, der nach Wien kommt und so wie er Wien erlebt als Deutscher. Ja? Spannend natürlich. So. Und dann übernehmt ihr, da wollte ich noch hin. Entschuldigung. Macht nichts. Dann übernehmt ihr Kottan ermittelt als Stoff für Habjan. Ja, genau. Das haben das wir ist eine Geschichte, auch gemacht. Wie du weißt, die ist in Deutschland damals riesig an. Darf ich mal fragen, Kottan ermittelt, kennt das noch jemand? Bitte. Ja, ich merke schon, okay, die Älteren unter uns. Ja. Die Älteren unter uns, okay, grandiose österreichische Krimiserie. Nie verstanden, ne? Mit Subtitel hoffentlich, haben Sie es gesehen. Okay. Ja, nee, also ich finde, da habt ihr wirklich etwas gefunden, was ja jetzt in Deutschland, in Berlin so langsam wieder in die Theater kommt. Ja. So das Objekttheater, das Puppentheater. Okay, okay. Bei euch lief das endlos. Wie lange habt ihr diese Geschichte, dieses österreichische Spitting-Image gespielt? 8 Jahre? Ja, 9 Jahre? Nee, also in Summe, wir haben ja, glaube ich, in Summe
8 oder 9 Shows gemacht, ja. Weil wir haben dann immer, das Problem ist ja immer bei Polizatire, das ist ja ein Grundproblem, ja. Nach einem halben Jahr kannst du die gesamte Show umbauen, ja. Ja, spätestens. Also da gibt es das Beispiel zum Beispiel, als wir jetzt diese Geschichte war mit dem Strache, mit diesem Video, ja. Sie haben das wahrscheinlich auch mitgekriegt mit unserem Video von, so seit diesem Zeitpunkt gibt es eine solche. So, mussten wir 2 Shows ganz einfach in den Kübel schmeißen. Und da haben wir das Geld natürlich nie, das ist reingesteckt, natürlich nicht mehr gesehen. So, was war die Frage eigentlich? Ja. Da kommen wir immer wieder hin. Du gibst uns einfach interessante Informationen. Okay. Habian, Puppen, Habian, da waren wir irgendwo. Habian hat dann, das wollte ich nämlich erzählen, ja, sag's. Nicht kottern. Habian und so, und jetzt kommt dann 5 Wochen später, nachdem wir dort waren und die Show gesehen haben, kommt der Burgtheaterdirektor, Hartmann hieß der damals, wer ihn noch kennt. Und dem war gerade, der hat eine Idee gebraucht für irgendeine Shakespeare-Geschichte und hat gesagt, da hatte ich doch mal vor 15 Jahren so eine Idee mit Puppenspieler wäre nicht schlecht. Und da ist zufälligerweise auf den Habian gegangen und dann ist über die Ecke Habian, wir haben den schon engagiert gehabt dafür, Stermann, das war auch ein riesiger Erfolg, ja, ist aber vorher schon am Burgtheater aufgeblinkt und hat dann schon sozusagen am Burgtheater so seine ersten Erfolge gefeiert und dann ist bei uns losgegangen mit Stermann und der Rest ist ja eh schon fast Theatergeschichte bei Habian. Weil er spielt ja überall. In Wien sagt man aus jedem Klo, wenn du die Tür aufmachst in einem Theater, kommt dir der Habian mit einer Puppe entgegen. Ja. René, dich habe ich erreicht, als wir uns unterhalten haben, hier über diese kleine Session, 2-mal im Bus. Und im Bus hast du gefahren, das Ensemble für die nächste Vorstellung. Ich muss sagen, ich habe selten erlebt, dass ich einen Intendanten anrufe, der seine Spieler im Bus zum Abstecher fährt. Heißt das, Boulevardtheater machen, wirklich in fast so einer Striesehaftigkeit alles machen müssen? Also wirklich alles machen müssen, was ja, sag ich mal, im Stadttheater tendenziell noch eine arbeitsteilige Veranstaltung ist. Leiter, Busfahrer, Spieler, Autor, geht das nur so? Also nur um das mit dem Bus zu korrigieren, es ist ein Auto und das ist der Grund, warum ich es fahre, weil wir eben gerade keinen Bus, auch aus Umweltgründen, nutzen wollten mit nur 4 Leuten. Und da haben wir gesagt, komm, ich fahre das Auto und dann sind wir unterwegs. Dennoch sind es natürlich Tante-Emma-Läden, die das erfordern. Es ist vielleicht nicht unbedingt so, dass der Intendant sich ersticht und im Umfallen den Vorhang zuzieht und so. Also die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Weiß ich noch, meine Mutter, die ja auch Theaterleiterin war, wenn jemand bei uns arbeiten wollte, da habe ich sie mal gefragt, was muss der für Voraussetzungen haben, in jedem Job da, in diesem Privattheater. Und da hat meine Mutter immer gesagt, kein Privatleben. Weil es natürlich eine ständige Forderung ist und der Thomas wird das wissen, man sagt der Familie morgens um 10, du, ich gehe mal schnell zur Probe runter und gucke, wie es läuft, bin in einer Stunde zurück und das wird dann abends um 11. Ne? Also das erfordert das halt. Ich meine, das ist bei engagierten Theaterleuten wahrscheinlich immer so, aber die Arbeitszeiten sind dadurch, dass wir natürlich auch gewerkschaftlich nicht gebunden sind, sehr stark in der Eigenverantwortung. Ne? Also da muss man auch als Leiter mit einem sozialen Empfinden darauf achten, dass einfach die Leute vernünftige Arbeitszeiten haben und man selber eben auch. Aber ich, klar, bis heute, wenn ein älterer Schauspieler, der bei uns spielt, mit 3 Koffern ankommt, trage ich ihm die 3 Koffer hoch. Also das mache ich dann auch als Direktor und finde es dann auch richtig, es selber zu machen, weil das natürlich nochmal eine andere Zuwendung bedeutet. Aber das halte ich auch für erforderlich. Okay, das heißt, ihr kennt alle natürlich diesen großen, großen Pool von Menschen, weil ihr immer frei engagieren müsst, um wieder neu zusammenzustellen. Eine Debatte im Moment im Stadttheater ist aktuell, wie kommen die Leute wieder? Ja, also verändertes Freizeitverhalten über die Pandemie, man hat sich andere Rituale angewöhnt, die Masken und so weiter und so fort. Das heißt, das würde mich sehr interessieren von euch beiden, jetzt, so wie es wieder ins Rollen kommt. Ihr hattet Erfolgsrezepte vor der Pandemie, auch gute Zahlen. Kommt ihr zurück jetzt mit demselben Rezept und daran anschließend, kennt ihr euer Publikum? Also Thomas und ich haben uns vorher auch schon darüber unterhalten und es ist relativ identisch, also deshalb kann ich es vielleicht beantworten. Wir sind jetzt nach der Pandemie sicher unter der Hälfte von dem, was wir hatten. Ja. Das ist einfach im Moment so. Erstaunlich ist, und das ist eine Entwicklung, die ich eigentlich schon vor der Pandemie festgestellt habe in den Häusern, ist, dass dann bestimmte eventhafte
Veranstaltungen oder gehypte Aufführungen, die sind nach wie vor absolut rappelvoll. Da kriegt man dann keine Karte. Ich denke aber, das ist an vielen Stadttheatern ähnlich, wenn ich mit Kollegen rede, die dann sagen, ja, wieso, bei uns ist Chicago immer ausverkauft, hatte ich neulich einen Kollegen. Und dann sehe ich, er spielt es dreimal im Monat und das ist dann aber auch die einzige, die voll ist. Ja. Das heißt, diese Eventisierung der Gesellschaft und die Schere zwischen dem, was ein Flop ist und dem, was ein Erfolg ist, die ist in meinen Augen schon vorher da gewesen und die hat sich dadurch nochmal vergrößert. Also das, was wir früher hatten, wir sagen, die Produktion läuft ganz gut oder die läuft nicht so gut, das verschwindet immer mehr. Es also ist was nicht läuft, Flop, was nicht läuft, kriegst du nicht mehr hoch. Das ist leider eine Entwicklung, die ich schade finde, weil natürlich manchmal Sachen dabei sind, wo man sagt, Mensch, mit ein bisschen mehr Offenheit und mit ein bisschen mehr Neugier hat die Aufführung vielleicht eine andere Qualität als das, was jetzt im ersten Moment erwartet wird. Das spricht ja Gegenrisiko. Bitte? Das wird ja Gegenrisiko. Ja, natürlich, genau. Okay, aber was heißt das, was ist jetzt deine Planung fürs nächste Jahr? Ich habe noch kein Rezept. Wir sind natürlich im Moment in den gut abgefangen in den Fördertöpfen. Wir können die Entwicklung im Moment nur beobachten. Und für unser Publikum oder das Theater machen, was unser Publikum für gut hält. Wir können ja eigentlich immer nur das machen, was wir gut finden und hoffen, dass ein Publikum das auch gut findet. Wenn du sagst unser Publikum, weißt du, wen du meinst? Nein. Ja, danke für die ehrliche Antwort, weil die höre ich die woanders selten. Ja, Thomas. Also ich kann das, was ich sage, eigentlich wirklich auch für uns nur bestätigen. Es ist wahnsinnig schwierig und es ist auch natürlich schwierig für Künstler und schmerzhaft, Produktionen, Shows, Sachen, die man früher ausprobiert hat, wo man gesagt hat, okay, das braucht die Entwicklung. Ja? Man braucht die Zeit dazu, man braucht ganz einfach auch den langen Atem. Ja? Das ist halt jetzt, da ist man jetzt sowieso tot im Augenblick. Ja? Ich habe jetzt aktuell, gestern, vorgestern wieder zwei Künstlern sagen müssen, Kinder, also sagen müssen, gemeinsam übereingekommen. Ja? Das ist halt, ob schon ein spannendes Projekt und so weiter, es so schwierig ist, dass man sagt, wir werden es wahrscheinlich vorzeitig beenden müssen. Ja? Auch mit den, na klar, die Eventgeschichten und so weiter, natürlich sind Einzelevents voll, es sind irgendwelche Longrunner mit Stars. Ja? Klar, wenn ich es ein-, zweimal, dreimal im Monat spiele, ist das voll, ja, aber das ist ja nicht sozusagen das Tagesgeschäft. Ja. Aber ich habe das Gefühl, aber man kann es jetzt auch noch nicht sagen. Bei uns ist jetzt keine Maskenpflicht mehr, in Österreich gibt es keine Pandemie mehr. Hat es nie gegeben, in Oberösterreich hat es nie gegeben, in Rest Österreich gibt es es nicht mehr. So, Fakt ist, es gibt keine Maskenpflicht mehr, man kann jetzt wieder, Gott sei Dank, in der Bar Indoor sein, ja. Weil das ist auch ein wichtiger Aspekt natürlich, das soziale Leben. Ja, ihr habt ja sehr schöne Empfangsräume und alles. Ja, klar, das ist ja auch wichtig, bei euch bleibt man gern. Als auch für die Künstler, also wenn du sagst, um 10 am Abend schon Schluss, naja, bei uns dauert es ab und zu bis 4, 5. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Wo waren wir? Thomas, wir waren dabei. Wo genau, geht's hin? Wo geht's hin? Naja, ich glaube, wir müssen ganz einfach wahnsinnig viel ausprobieren. Ja. Wir müssen neue Dinge ausprobieren. Wir müssen uns auf Eis begeben, das wir nicht kennen. Ja? Wir müssen, man versucht natürlich sein Publikum zu kennen und kennenzulernen. Man hat seine Instrumente, wie man glaubt, sein Publikum zu kennen. Klar, ja. Bei uns gibt es ja nicht das Publikum, weil wir so verschieden viele Künstler und viele verschiedene Formate haben. Thomas, auf einen Spezialist wollte ich noch raus. Und zwar, ihr habt, und das wissen, glaube ich, die wenigsten, bei euch auch Bernhard-Produktionen gemacht, Turini-Produktionen, wo ihr auch komplett frei besetzt. Ja. Kannst du zu den beiden Projekten noch was sagen? Weil ich den Eindruck habe, ihr holt eben auch solche Stücke ins Haus und produziert das. Und ist das so ein... Ja, ich orte eine gewisse Sehnsucht nach sozusagen den österreichischen Klassikern der Moderne. Ja? Also das heißt, Turini hat es eine ganz klare Geschichte gegeben. Es gibt das legendäre Stück Peter Turini, also Rotzenjagd. Ja? Damit hat er seine Karriere gestartet im 1970. Ja? Das ist ja unlängst letztes Jahr in Kingston jamaikanische Erstaufführung gehabt. Ja? Also das geht ja noch immer. Das ist noch immer sein bestverkauftes Stück nach wie vor. Wie macht ihr das? Und wir haben gesagt, okay, wir müssen es gegen den Strichbürsten, aber gegen den Strichbürsten heißt jetzt nicht sozusagen, es als Textfläche zu nehmen und so weiter. Das interessiert uns insofern nicht. Das machen eh die anderen.
Ja. So, wir müssen einen anderen Weg gehen. Ich habe den erfolgreichsten Musical-Regisseur, österreichischen Musical-Regisseur, genommen und habe gesagt, mach es, aber mach richtig, greif rein in die Vollen, aber mach bitte kein Musical. Peter Weck? Und das hat auch, bitte, pardon? Peter Weck? Nee, Peter Weck, sein Nachfolger. und er hat mir wirklich ein irrsinnig am Punkt, ja, und da merkt man auch, wie aktuell eigentlich auch das Stück wieder ist, mit zwei jungen Schauspielern wirklich am Punkt gebraten, das geliefert, sehr extra dry, und ich habe, und das erlebe ich sehr, sehr, oder habe ich sehr, sehr selten erlebt, im Theater, in einem Sprechtheaterstück, erstens mal kommen wirklich die Jungen, weil sie begeistert sind, und zweitens mal Standing Ovations, nach jeder Show, bei einem Sprechtheaterstück, und das ist, heißt... Und wie habt ihr den Bernhard gemacht? Ja, der Bernhard ist mit einem Soundtrack, den macht Christoph Maria Grissemann, also der zweite von Stiermann und Grissemann, hier in Berlin, glaube ich, kennt, die hatten ja hier ewig eine Radiosendung und sind ja hier auch aufgetreten, Volksbühne und so weiter, und das macht der Christoph, auch extra drei sind jetzt nicht die leichtesten, lustigsten Bernhard-Texte, die da drin sind, da geht schon zur Sache und das ist ziemlich hart, aber es ist ein bisschen auch Bernhard für Einsteiger, sage ich mal. Bernhard Medley. Und mit, pardon? Bernhard Medley. Genau, Bernhard Medley, richtig, natürlich. Und mit einem durchgehenden, extrem treibenden, harten, knallenden Soundtrack, der wirklich fast wehtut. Aber es hat einen unglaublichen Druck. Und was das Schöne ist, gleich nach der Premiere, Österreich ist ja nächstes Jahr sozusagen Stargast auf der Leipziger Buchmesse, dass wir in Leipzig damit das, glaube ich, eröffnen oder so sogar. Habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und das jetzt mitten in der Pandemie. Ja. René. Ah, bitte, willst du dazu was sagen? Ich wollte mal zu der Eingangsfrage, was die Publikumsentwicklung angeht. Ich meine, die Diskussion ist ja so alt wie das Theater oder seitdem ich da bin, wird sich immer der Kopf zerbrochen, wie kriegen wir Publikum? Ja, es gab nur keine Pandemie davor. Ich halte das für eine unkünstlerische Diskussion, weil in der Tat wir ja nur das machen können, was wir gut finden und nicht sagen können, ich mache jetzt was, was vielleicht ein Publikum gut findet. Dazu gibt es eben kein Rezept. Der Bühnenverein, der Deutsche Bühne, der Arbeitgeberverband, hat jetzt ein eigenes Panel aufgelegt, in Englisch, was ich nicht ganz verstehe. Audience Development wird das genannt. Also Publikum, wo bist du, wo gehst du hin, wann kommst du wieder? So heißt das Panel, ja? So heißt das. Guter Titel. Nein, das Panel heißt nur Audience Development. Ja, was ich, schade, ich dachte, der Bühnenverein hätte so. Genau. Wäre lustig geworden. Ja. Ja, das ist eben eine Diskussion oder eine Frage, die einfach ganz, die kann man nicht beantworten. Die wurde aber eben auch vor der Pandemie schon gestellt und ist natürlich jetzt nochmal existenzieller geworden. Ja. Du bist Chef der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein. Also Chef, Sprecher heißt es, Vorsitzender. Vorsitzender. Genau. Das heißt, da wollte ich dich nochmal fragen, also du bist auch in diese Funktionärsseite richtig reingegangen, ist ein Grund auch, dass sozusagen in diesen Bühnenvereinskreisen das Boulevardtheater in anderer Weise gewürdigt wird oder dass du auch die Idee dessen, was du da machst, gar nicht inhaltlich, sondern auch strukturell, da immer weiter sozusagen den Stein höhlst, ja, ist das ein Punkt? Naja, das zu engagieren, weil es ist erstmal viel Arbeit. Es ist eine Interessensvertretung, was weiß ich, gegenüber Verlagen, gegenüber Agenturen, gegenüber, wir sind ja an die Tarifverträge in aller Regel nicht gebunden, also wir haben ja, wir sind tariflich, gibt's bei euch NV Bühne ist bei uns nicht zwingend, natürlich orientieren wir uns dran, aber er ist bei uns nicht zwingend vorgeschrieben. Das heißt, die Interessenslage ist anders. Klar, innerhalb des Vereins muss man dann zwischendurch darauf hinweisen, ja Leute, aber es gibt auch die und die Probleme bei den Privattheatern, wobei sich da auch der Verein, der das, glaube ich, lange Jahre so ein bisschen als Klotz am Bein empfunden hat, sehr gewandelt hat und die augenblicklichen Funktionäre da, das ist der in der Intendantengruppe der Vorsitzende, ist der Hasko Weber aus Weimar, dann ist der Carsten Broster, ist Präsident. Ich habe schon das Gefühl, dass sich die Augen dafür die Privattheater doch nochmal anders geöffnet haben in den letzten Jahren. So, ich sehe, wir sind, ein paar Minütchen haben wir noch. Ich frage mal, habt ihr irgendeine Frage oder wollt ihr was anmerken? Ich werde die Frage gleich nochmal stellen, aber wenn was ist, genau, einfach Hand heben und dann gebe ich es raus. Hat Thomas. Jemand ein Rezept für Publikum oder so? Ja. Thomas, jetzt geht es weiter in Wien. Wie sieht es bei euch aus in der Wertschätzung von der Stadt eurer Arbeit gegenüber? Mit anderen Worten, hast du das Gefühl, abgesehen von den Hilfen, dass ihr gewollt seid? Ja. In der Stadt, weil das kann man ja, wie man weiß, beim Boulevardtheater also, nicht immer sagen. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, für mein Haus. Ja. Wir haben das Haus ist
institutionalisiert. Das ist ganz einfach über die Jahre, über die 19 Jahre, okay, fast zwei Jahrzehnte, ist das jetzt wirklich ein bisschen eine Institution geworden. Ja? Und das ist auch sehr über die Jahre auch sehr angenommen worden, auch von der Politik, zum Teil auch ein bisschen umarmt sogar, würde ich sagen. Ja. Herr Häupl war bei euch. Ich bin sehr stolz darauf. Herr Häupl ist der legendäre Ex-Bürgermeister, der den eigentlich nur Fußball und Spritzer trinken interessiert hat. Also Spritzer ist Schorle. Schorle. Ja. Und er war fünfmal bei uns in den letzten 19 Jahren. Ja, da bin ich sehr, sehr stolz darauf. Und nur einmal war er dienstlich da, nämlich um sein Buch zu präsentieren. Ja, ich glaube, so oft war er insgesamt in seinem gesamten Leben in keinem Theater, wie er bei uns war. Ja. Und darauf bin ich natürlich stolz. Und er hat letztes Mal seine Autobiografie vor ein paar Wochen bei uns präsentiert. Wurscht. Also ja, es wird von der Politik, das muss ich, aber das betrifft jetzt nicht nur uns. Man muss sagen, die Wiener Kulturpolitik und auch die also wir hatten ja da am Anfang ein bisschen, hat es da Schwierigkeiten gegeben mit Beginn der Pandemie, mit der damals grünen Kulturstaatssekretärin, die hat jetzt nicht so die Sensibilität, sagen wir mal so, für die Kunst und für die Künstler gehabt. Ja, das sagst du ja am richtigen Platz, ja. Bitte, pardon? Ja, klar, natürlich, ja. Nee, aber das haben sie komplett, das haben sie super umgedreht, ja. Ich muss sagen, also auch die Staatssekretärin, also das funktioniert wirklich, da gibt es wirklich ein, das muss man echt sagen. Frau Mayer. Frau Mayer, übrigens eine Ex-SPÖlerin. Wurscht. Also die ist wirklich, die macht das, finde ich, sehr, sehr engagiert. Und man merkt das auch in der Beamtenschaft, das mag man ja normalerweise nicht sagen, gerade in unserem Bereich, in Kulturen. Die Beamtenschaft, also man hat echt, ich habe echt das Gefühl, sowohl in der Stadt als auch im Bund, ja, sie sind wirklich engagiert und kämpfen für die Sache der Künstlerinnen und Künstler. Kulturpolitik und Boulevardtheater, fühlst du dich gewürdigt? Also das ist das große Problem. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Kulturpolitik der Auffassung ist, dass zu einer Großstadt ein Boulevardtheater gehört. Interessanterweise, in Düsseldorf gibt es eine schwarz-grüne Regierung und die Grünen sind diejenigen, die das eigentlich sehr fördern, weil sie das Boulevardtheater eher als Einstiegsdroge sehen, auch in Theater, auch für ein Publikum, das nicht, das jetzt sagen wir mal mit einer Ästhetik von Herrn Kriegenburg oder so nicht so viel anfangen kann. Und die sind natürlich eher gegen hochfinanzierte und hochsubventionierte Kultur, weil sie sagen, das kommt letztlich den Leuten, die es nötig hätten, gar nicht zugute, sondern geht ein Bildungsbürgertum hin, das eh sehr viel Geld hat. Also die schätzen das fast mehr wert, wie so eine Art Vorstadttheater, als das die klassische Kulturpolitik getan hat. Ich kenne natürlich auch die Aussage von Kulturdezernenten in München oder so, die sagen, ach, ich finde das so toll, wie Sie das machen, großartig, machen Sie weiter so, weil er weiß, es kostet keinen Pfennig Geld für ihn. Ja. Klar. Du wolltest das noch? Ja, es ist interessant bei uns nämlich, als wir angefangen haben, da war da also ich habe ja das auf die Schnelle übernehmen müssen, weil das Haus am Rande des Ruins stand. Wurscht, ja. So, und dann gab es eine Ausschreibung dann zwei Jahre später, wo ich mich beworben habe und wir haben dann diese Ausschreibung, oder wie heißt das denn, Ausschreibung? Also so. Also man wurde da halt von so einer Jury. Ausschreibung, ja. Okay. Und wir haben dann unser Konzept eingereicht und ich habe so und musste dann so Hearing und das ganze Zeug halt. Und dann haben wir so den Bescheid bekommen, da stand drinnen, ja, zeitgenössisches Boulevardtheater. Ja. Alle anderen Häuser, die sich in dem Segment beworben haben, haben nicht entsprochen. Also wir sind eigentlich so eingestuft worden, und wir haben damals einen Begriff, wir haben dann also T-Shirts machen lassen, man darf nur das Wort, glaube ich, heute nicht mehr sagen, Boulevardschlampen. Ja. Wir haben das auch wirklich als Herausforderung gesehen, dass wir eben den Begriff Boulevard versucht haben für Wien. Und das ist auch wichtig immer, glaube ich, ja, dass man sozusagen die Stadt selber denkt und die Leute, die Leute in der Stadt arbeitet, konkret. Ja. Zum Schluss habe ich eine Frage, die mich beschäftigt hat, als ich verfolgte die Ausschreibung zum Volkstheater in Wien. Ich las im Standard, dass ihr euch auch beworben habt. Und was ich gerne wissen würde von dir ist, was wäre das Volkstheater gewesen, das ihr im Volkstheater gemacht hättet? Also, das Volkstheater in Wien ist ein wahnsinnig schwieriges Haus. Und das schon über lange, wir haben zuerst kurz geredet darüber. Und das schon über sehr, sehr lange Jahre. Ja.
Es hätte wahrscheinlich gar nicht so viel anders ausgesehen als das, was wir machen im Rabenhof. Nur, wenn ich im Rabenhof, kann ich mir einen, und wir arbeiten ja viel mit vielen Leuten aus Film, Funk und Fernsehen, wie man früher so schön gesagt hat, und du ja auch, natürlich, logischerweise so. Wenn ich mir ein, zwei leisten kann, kann ich mir natürlich im Volkstheater oder mit einer Band oder mit Bands oder so, sage ich jetzt einmal, kann ich mir dann, hätte ich dann halt mit Bilderbuch eine Show gemacht, die ich mir natürlich, die auch gerne würden. Also es gibt ja viele, viele Künstler, wo es dann letztendlich am finanziellen Scheitern wird, sagen, hey, das kann ich mir nicht leisten. Ja? Das könnte man natürlich im großen Staatstheater, kann man sich das locker leisten. Ja? Aber im Grundsatz hast du gesagt, ihr hättet Rabenhof gemacht für mehr Leute. Für mehr Leute und natürlich mit größeren, weil wir mehr Geld haben, Aber at the end of the day, weil wir sind ja letztendlich, das, was wir machen, ist ja zeitgenössisches Volkstheater. Das Alternative Mainstream hast du. Alternative Mainstream ist das, ist der Begriff, der ganz groß drüber steht, in Wirklichkeit, Und die von Anfang an. Die würden ja die Kostüme von Emmy Werner auch noch passen, würde ich sagen. Ich glaube, Emmy ist, die hält sich gut. Ihre persönlichen Kostüme, glaube ich, nicht mehr. Aber die alten Kostüme von Erwin Steinhauer, wie man kennt. Der hat ja begonnen mit Komödchen, glaube ich, in Düsseldorf, oder? Ja. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, it is Cosmea. Ja, gerne. Wenn ihr sagt, es ist schwierig, das Publikum zu kennen, wo macht ihr Werbung und für wen macht ihr Werbung? Bitte, genau. Bitte. Die schwierige darf ich zuerst jetzt, oder wie? Nee, ich kann nicht. Das ist für mich easy. Ich kann gerne. Genau. Eines meiner Lieblingsthemen. Ich sage eine knackige Antwort. Ich persönlich bin gar kein großer Fan von Werbung, weil die Werbung, die einzige Werbung, die wirklich zieht, ist der rausgeht und seinem Nachbar sagt, du musst da reingehen. Und das geht uns ja auch so. Ein Kinofilm, der kann beworben werden wie verrückt in ganz Berlin. Wenn du zwei Leute hast, die sagen, das ist ein lahmer Quatsch, dann gehst du da nicht rein. Also ich halte überhaupt nichts von der Plakatierung. Natürlich gibt es eine dramaturgische Betreuung und eine redaktionelle, die bringt was in den Zeitungen. Aber die einzige Werbung, die wirklich zieht, ist diese berühmte Mund-zu-Mund-Propaganda in meinen Augen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Die beste Reklame ist eine gute Vorstellung, hat der legendäre Volkstheaterdirektor Manka gesagt. Ja? Der Vater von Paulus, genau. Der zum Beispiel, Turini, Bauer, der hat die alle groß gemacht. Ja? Und das ist immer sein Sager gewesen. Es ist aber schon, entschuldige, Plakatwerbung, finde ich, bringt überhaupt nichts. Das kann uns gleich das Geld draußen beim Anzünden vor der Tür und so Zeug. Ja? Ich glaube, was wirklich bringt mittlerweile, oder was sehr stark gebracht hat, ist Social Media. Ja? Vorsichtig muss man sein, aber das ist ein anderes Thema hier. Ich sage jetzt zwei, drei Worte noch dazu. Zwei. Man hat immer gesagt, Newsletter ist fad und alt und so. Ich habe 35.000 Newsletter-Abonnenten. Ich merke es. Ich schicke einen Newsletter raus und es bewegt sich was an der Kasse. Ja. Selbst jetzt ein bisschen weniger halt. Ja. So, das sind die Dinge. Oder Kooperationen. Im Idealfall mit Fernsehen, mit Radio. Aufzeichnung gibt es bei euch ja immer noch. Medien. Ja. Wir zeichnen relativ viel auf. Jetzt aktuell Stefanie Sargnagel, ein sehr, sehr großer Erfolg, der auch hier in Deutschland gastiert ist. Der wird jetzt nach 5 Jahren abgesetzt und das endet mit einer Fernsehsendung. Mit einer Aufzeichnung. Ja. Super. Mensch, in dem Sinne war ein schneller Ritt. Ja. Vielen Dank, René. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank an euch. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause und dann geht es weiter mit Yael Roon und Shlomi Shaban. Sie sprechen über Slippery Slope, was auch zu sehen ist jetzt am Theatertreffen. Ich freue mich. Lass uns einen Kaffee trinken. Alles klar. Dankeschön. Danke.